Die richtige Intimpflege, ganz einfach und natürlich. Meine Tipps für euch. Und das geht es im heutigen Video. Herzlich willkommen, ich bin Nadja Python, Gründerin von Beauty Python, deinem Fachgeschäft für echte Bio-Naturkosmetik und Inhaltsstoffexpertin für Kosmetik. Eine gute Freundin hat mich gefragt, Nadja, was kann man denn verwenden für den Intimbereich, dass es da unten nicht so unangenehm riecht? Und dann war mir sofort klar, das ist ein spannendes Thema und ein wichtiges Thema, das wahrscheinlich sehr, sehr viele falsch machen. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, gibt es unzählige Produkte für den Intimbereich, von Gels, Intimdeos, Schaums, Cremes. Ich weiß auch nicht, also ich habe ganz viele gesehen, habe mir natürlich auch ein paar von denen angeschaut, also die Inhaltsstoffe. Ganz wichtig, die komplette Inhaltsstoffe habe ich mir natürlich auch angeschaut, weil häufig sind ja nur auf der Packung die guten Inhaltsstoffe deklariert, nochmal so als Info. Und da habe ich bemerkt, dass da ganz viele schädliche Stoffe enthalten sind, zum Beispiel aggressive Waschsubstanzen, also Tenside. Über Tenside habe ich ein separates Video gemacht, das verlinke ich euch oben und unten gerne in der Infobox, das könnt ihr euch gerne anschauen. Da gehe ich noch expliziter darauf ein. Dann Konservierungsmittel, die natürlich auch die guten Bakterien abtöten können, was dann auch wieder die Scheide stören kann in ihrer Regeneration. Und zu guter Letzt unnötige Duftstoffe, die man natürlich auch nicht unbedingt braucht. Weil, wenn man das Richtige macht, das Richtige kommt jetzt gerade, eigentlich ist es wirklich ganz einfach. Am besten ist, lauwarmes Wasser zu verwenden. So kann sich die Intimflora ganz natürlich regulieren. Also der Intimbereich, der reguliert sich selber, der ist in der Lage, sich selbst zu regulieren. Der pH-Wert im Intimbereich beträgt ungefähr 4. Das ist sauer, das heißt, dass ein saures Milieu lässt keine Bakterien zu, also das tötet eigentlich Bakterien ab. Und so, wenn man natürlich diese Flora stört, können natürlich schlechte Bakterien wachsen und so kann ein Scheidenpilz entstehen. Also wenn ihr schon mal einen Scheidenpilz hattet, dann vielleicht mal schauen, wie ihr euch reinigt. Natürlich kann es auch noch unzählige andere Ursachen haben, aber zu häufiges und falsche Reinigung kann eine Ursache sein für einen Scheidenpilz. Dann wurde ich noch gefragt, was kann man gegen diese Pickelchen machen bei der Rasur? Viele nehmen da das normale Shampoo, was natürlich auch häufig sehr, sehr aggressiv ist, außer natürlich Shampoos, die ich in meinem Sortiment führe. Also da kann ich euch zum Beispiel empfehlen, ganz wichtig, nur äußerlich anwenden. Im Inneren würde ich wirklich nur mit lauwarmem Wasser arbeiten. Also da könnte ich zum Beispiel das Babyshampoo vom Sanol Biokosmetik empfehlen. Ich verlinke es euch auch gerne unten. Das ist mit einem ganz milden Zuckertensid. Das könnt ihr aufschäumen und dann könnt ihr euch ganz mild rasieren, dass da eben diese unnötigen Pickelchen nicht entstehen. Gut, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Schreibt mir doch gerne eure Fragen in die Kommentare und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Eure Nadja. Ciao, ciao.